Weil wir haben immer gegrillt, nicht? Ja. Und da denken wir schon, also wer so grillt der nicht? Ne? Was, der hat nicht gegrillt? Nein, der hat nicht gegrillt. Ne? Jetzt, meine Frau hat sich dann erlaubt, sie ist dann hin und hat gesagt, entschuldigen Sie schon, wenn ich Sie anspreche, aber wieso grillen Sie nicht? Mhm. Ne? Und dann sagt er, er grillt nicht, weil er ist ein Guru. Ja, allerdings nur 14 Tage im Jahr, also im Urlaub quasi. Ja. Weil er sagt, bei ihm im Büro, in der Kantine, wäre keine Rücksicht drauf genommen. Ja, ja, ich hab's im Fernsehen gesehen mit den Asylanten, gell? Also die mögen ja bloß einen Reis. Also die tun sich unheimlich hart bei uns mit der deutschen Küche, grob beim Essen. Ja, was kommen wir nachher rüber? Da fliehen sie mal dabei, haben sie gar keinen Fluchtweg, wo sie fliehen können. Warum fliehen sie nachher, wenn sie keinen Fluchtweg haben? Ja, da fahren sie also mit dem Boot umeinander und dann hupfen sie reihenweise ins Wasser rein. Und wir können es dann rausglauben. Nicht? Dabei können sie kein Deutsch und das Klima vertragen sie auch nicht. Herr Fleischmann, wenn Sie mich fragen, das sind alles Leute, die es daheim zu nichts gebracht haben. Genau. Und Sie werden sehen, bei uns bringen sie es auch zu nichts. Genau. Schauen Sie, ein Millionär. Der flieht doch nicht. Wenn, dann zieht er doch höchstens um. Ja, genau. Ich glaube auch, dass unter diesen Dissidenten ganz wenige Millionäre sind. Darum sind sie ja alles Asylanten, diese Dissidenten. Na, was will er denn eigentlich, der Dissident? Ja, rüber, wo er, ne? Wenn er drüben ist, dann ist er ein Dissident, ne? Wenn er nachher herüberkommt, dann ist er ein Asylant. Aber wenn er natürlich bei uns wieder abgeschoben wird, dann ist er wieder ein Dissident, weil er ja nachher wieder eingesperrt wird, der Asylant.